Jo meine Freunde, was geht ab? Hallo und herzlich willkommen. Es ist Donnerstag, das bedeutet, es gibt wieder ein neues Battlefield 2042 Video. Heute mal wieder zu den wöchentlichen Herausforderungen, die heute Mittag online gegangen sind. Wir schauen uns an, was für ein Skin du freischalten kannst, was du dafür tun musst und was für ein Playlisten-Update es gab. Möchtest du zukünftig solche Videos hier nicht verpassen, lass mir gerne den Daumen nach oben da, abonniere meinen Kanal und dann bist du immer auf dem aktuellsten Stand, wenn es um Battlefield 2042 geht. Wir starten durch und sind von Beginn an hier auf dem ganz normalen Homescreen und wenn man dann auf die Belohnung schaut, wird dir mal direkt auffallen, dass da einer der Mitarbeiter auf jeden Fall wieder ins Klo gegriffen hat. Ich würde mal aus dem Bauch heraus schätzen, habe da aber natürlich keine genauen Insider-Informationen, dass der Titel eventuell falsch sein könnte, aber das auch nur so in Klammern gesetzt. Spaß beiseite, schaut natürlich etwas komisch aus und heißt auch im Originalen anders. Im Englischen ist der Skin-Titel auf jeden Fall Adept Predator. Was es jetzt in Deutsch ist, kann ich euch zum aktuellen Zeitpunkt nicht sagen, weil wie gesagt, der Titel ist halt momentan verbuggt, sollte aber beim Freischalten des Skins nicht wirklich stören. Persönlich gefällt mir der Skin eigentlich ziemlich gut, bringt ein bisschen Farbe ins Spiel. Ich mag ihn, wenn er jetzt nicht nur für eine, naja, wie sage ich's, Waffe ist, die ich relativ selten einsetze. Mir fällt gerade auf, durch den Titel wird eigentlich gar nicht so klar, für welche Waffe genau dieser Skin eigentlich ist. Ich zeige es euch einmal kurz. Das ist diese Waffe, 12mm Auto. Dafür kannst du dann den Skin hier freischalten und musst dafür dann Folgendes tun. Zuerst brauchst du 20 Kills. Belohnt wirst du damit, dass du den ersten Teil der Herausforderung erledigt hast und im Anschluss dann noch 5000 XP extra bekommst. Als zweiten Teil mit EMP gestörte oder geortete Gegner. Also einfach mit dem EMP Gegner orten, relativ simpel, macht sich ganz nebenbei und an der Zahl brauchst du davon dann 100 Stück. Im Nahkampf eliminierte Gegner 5 Stück, das gibt auch nochmal 5000 XP und sorgt dann zu guter Letzt dafür, dass du alle Herausforderungen erledigt hast. Übrigens, es ist völlig egal, in welcher Reihenfolge du das hier erspielst, also du musst nicht oben anfangen, sondern alles ist nebenbei zusammen am Tracken. Also du kannst auch in einer Runde die 20 Kills machen, die 100 EMP Ortung und gleichzeitig auch noch die 5 Kills im Nahkampf, obwohl das dann doch schon relativ schwierig ist. Was hat sich denn jetzt noch im Portal-Modus getan? Das ist immer so die zweite Komponente, die sich eigentlich jeden Donnerstag regelmäßig verändert. Momentan, also vom 27. Januar bis zum 3. Februar, werden wir jetzt als nächstes erstmal Gunmaster Battlefield 2042 in Portal zur Verfügung haben, dann Battlefield 1942 gegen Battlefield 2042 Conquest, Battlefield 2042 Rush, Conquest of Ages und zu guter Letzt noch Rush of Ages. Viele weitere Änderungen zum aktuellen Zeitpunkt gibt es nicht, aber es wurde ja schon angekündigt, dass höchstwahrscheinlich im Februar nochmal ein weiteres Update kommen wird. Von daher sind wir alle mal gespannt, was uns so erwartet, was wir zum aktuellen Zeitpunkt wissen, dass uns auf jeden Fall ein Scoreboard zur Verfügung gestellt wird. Mal schauen, wie sich das so ins Spiel integriert. Hoffentlich passiert das Ganze bald. Ich bin auf jeden Fall gespannt drauf. Ansonsten gibt es vielleicht noch eine kleine Randinformation für diejenigen, die Amazon Prime haben bzw. bei Prime Gaming angemeldet sind. Auch dafür gibt es neue Drops. Die ganzen Bilder habe ich von Battlefield Bulletin auf Twitter, also nicht wundern, warum da teilweise Battlefield Bulletin mit dran steht. Die könnt ihr euch gerne kostenlos abholen, das Ganze dann nur mit Prime Gaming, also nehmt die Skins gerne mit, rüstet sie aus, sieht meiner Meinung nach gar nicht so schlecht aus. Jetzt sind wir aber schon am Ende des Videos angekommen, ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen, wenn das Ganze dir gefallen hat, den Daumen nach oben da lassen, hier unten abonnieren und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video wieder, haut rein!